Eigentlich müssten die Aktienmärkte doch positiv reagieren auf das, was die Fed gestern gesagt und angekündigt hat, nämlich bis 2023 die Zinsen nicht anzuheben, komme was wolle. Gleichzeitig hat man den Ausblick für die Wirtschaft nach oben genommen. Eigentlich doch alles richtig schick. Warum ging es dann trotzdem nach unten? Dafür gibt es ein paar Gründe, die ich versuche mal ein bisschen in diesem Video zu beleuchten. Starten wir zunächst mal mit der Frage, wann ist das eigentlich passiert, dass die Märkte, die ja zunächst positiv reagierten auf das, was von der Fed da kam, eben wegen der Aussicht, ja, bis 2023, da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Und dann sagte aber Paul, dass mehr fiskalische Unterstützung wohl gebraucht werden würde. Das war das Erste. Und das Zweite ist, dass er sagte, dass dieses QE, das man betreibt, also praktisch die derzeitig ultralaxe Geldpolitik mit den Anleihekäufen so bleibt, das sei appropriate, sei angemessen, man könne zwar im Notfall noch mehr tun, aber das ist sozusagen etwas, was die Märkte ein bisschen enttäuscht hat, die ja darüber hinweggesehen hatten, dass der Stimulus seitens des US-Staates ja nicht zustande kommt, weil sich US-Demokraten und US-Republikaner nicht einigen können und wollen. Also hatte man wohl insgeheim erhofft, naja, wenn es der Stimulus nicht kommt, dann wird es die Fed wohl richten müssen. Das heißt, dann wird die Fed einspringen. Aber da hat Paul praktisch gestern indirekt diesem Denken eine Absage erteilt. Schauen wir uns mal an, was vor allem mit diesem Stimulus, der notwendig sei, der staatliche Stimulus, der notwendig sei, laut Paul gemeint ist. Er hat hier drei Bereiche angeführt. Erstens mal die 11 Millionen Arbeitslosen, dann die Small Businesses, die leiden, ähnlich wie die Solo-Selbstständigen hier in Deutschland. Das sind auf Deutsch gesagt die Gearschten, die das Problem schon haben. Und dann interessanterweise State and Local Governments. Das ist ja genau das, was die Demokraten, US-Demokraten fordern, nämlich, dass man die Bundesstaaten und lokale Verwaltungen unterstützt, weil die ein Riesenproblem haben aufgrund fehlender Steuereinnahmen, aufgrund höherer Ausgaben jetzt durch diese ganze Pandemie. Dementsprechend hat sich Paul eigentlich eine demokratische Forderung zu eigen gemacht. Es war also eine relativ politische Geschichte gestern, und es war vor allem so, dass Paul ab und zu verunsichert wirkte, nicht wirklich konsistent wirkte in seinen Aussagen. So hat man zum Beispiel gestern ja die Wachstumsprognose angehoben. Man ging vorher davon aus, dass 2020 bei minus 6,5% liegen wird, was das BIP betrifft. Jetzt hat man das auf minus 3,7% angehoben und hat dann eben auch die Prognose für die Arbeitslosigkeit auf 7,6% runtergenommen. Zuvor war man noch bei 9,3%. Also man hat faktisch ja eigentlich die Einschätzung der Wirtschaftslage angehoben, sieht hier eine bessere Wirtschaftslage. Und die Frage ist, naja, wenn die Fed jetzt die bessere Wirtschaftslage sieht, wo soll dann die Notwendigkeit bestehen, noch mehr zu tun, wenn die Wirtschaft sich ja doch verbessert? Das ist sozusagen das Problem, das man hier hat, dass eben letztendlich eigentlich kein Argument vorhanden ist, warum die Fed noch mehr tun müsste. Die Märkte aber eigentlich gehofft hatten, naja, wenn jetzt der Stimulus nicht kommt, dann wird es eben die Fed richten müssen. Und es gab eben da einige Geschichten. So sagt man zum Beispiel, dass man die Zinsen bei 0,1% belassen wird, obwohl die FED-Mitglieder durchaus einen Anstieg der Inflation sehen. Man hat die Inflationsprognose nach oben genommen und glaubt, dass dann 2023 die Arbeitslosigkeit wieder bei 4% ist. Warum soll man also dann die Zinsen unverändert lassen, wenn ich eine höhere Inflation habe, eine niedrige Arbeitslosigkeit? Also irgendwie so richtig zusammengepasst hat das nicht. Und dann eben auch der Eindruck, den Paul hinterlassen hat, der nicht so wahnsinnig souverän war. Deswegen sagt jetzt JP Morgan, naja, es kommt wohl der Zeitpunkt, der ist nicht mehr fern, dass die Märkte jetzt ein bisschen brüllen und sagen, quengeln und sagen, naja, wir wollen aber mehr Stimulus haben, liebe Fed, das reicht nicht, wenn die anderen jetzt nicht in die Bresche springen, nämlich der US-Staat, dann muss es die Fed eben wieder richten. Dementsprechend ist vielleicht der fallende Aktienmarkt der erste Indikator dafür, dass die Aktienmärkte jetzt anfangen schon zu quengeln, wie ein Kind an der Supermarktkasse, ich will, ich will, ich will, und irgendwann geht einem das so auf die Nerven, wer Kinder hat, weiß, dass man sagt, hier nimm und halt hauptsächlich die Klappe, auf Deutsch gesagt, ich möchte meine Ruhe haben, so zumindest viele genervte Eltern. Und jetzt hat Paul gesagt, hat Donald Trump auch gesagt, ja, pass auf,
Also wir brauchen doch einen viel größeren Stimulus. Und das ist natürlich jetzt eine schwierige Situation für den US-Präsidenten. Er hat dann getwittert, ja, die Demokraten seien herzlos, sie wollen nicht mehr Stimulus an die armen Menschen geben, etc. etc. Ist natürlich eine leichte Verdrehung der Tatsachen, denn es sind ja die Demokraten, die das große Stimuluspaket haben wollen, 3,5 Billionen Dollar, während die US-Republikaner, also die Partei von Trump, sagt ja maximal 1 Billion, am besten viel weniger, wir haben schon genug ausgegeben. Jetzt also muss Trump sich von der eigenen Parteilinie entfernen, den Demokraten entgegenkommen. Und das ist natürlich jetzt für die Demokraten ein gewisses Geschenk, denn sie haben jetzt Trump in der Hand. Wenn dieser Stimulus nicht kommt, dann ist das nicht gut für den Amtsinhaber, denn dann wird sich, das haben wir gestern in den Einzelhandelsumsätzen der USA schon gesehen, wird sich die Wirtschaftslage weiter verschlechtern. Wenn die Wirtschaftslage sich weiter verschlechtert, dann ist die Bereitschaft, den Amtsinhaber zu wählen, natürlich ein bisschen reduziert. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite leidet Trump darunter, dass er ja eigentlich eine sehr intelligente Strategie gewählt hat für den US-Wahlkampf, nämlich zu sagen, hier Law and Order, nachdem es diese Ausschreitungen gab, Portland, Seattle, Kenosha, diese Orte, die durch die Medien ja gingen. Nun ist aber erstmal Ruhe an der Front, das heißt, diese Law and Order Ideologie, die Trump hier in seinen Wahlkampf als zentralen Slogan eingebracht hat, der zieht derzeit nicht, weil es derzeit eben diese Ausschreitungen nicht mehr gibt. Dementsprechend haben wir jetzt eine Kombination schlechtere Wirtschaftsentwicklung bei gleichzeitig eher Ruhe an dieser Ausschreitungsfront, wenn man so sagen will. Und das bringt jetzt Trump in eine ungute Situation und möglicherweise spielen die Aktienmärkte jetzt eben diese Situation, dass der Amtsinhaber die Wahl erstmal verliert. Es wäre typisch, wenn wir jetzt dieses Muster sehen, dass wir, ich hatte diese Grafik schon öfter gezeigt, dass wir immer wieder sehen, dass wir dann eben jetzt in den Oktober rein, Mitte bis Ende September schwache Märkte sehen, in den Oktober schwache Märkte sehen, um dann kurz vor der Wahl eben die Drehung nach oben zu erleben. Würde mich nicht wundern, wenn es diesmal so wäre. Wir sehen im September jetzt auch schon, dass etwa der Nasdaq, der ja gestern schwächer war als die anderen US-Indizes, ich hatte gestern von der großen Rotation gesprochen, dass der jetzt 10 Tage in Folge mindestens 1% sich bewegt hat. Das haben wir, wir hatten jetzt bisher im September nur einen einzigen Tag, wo der Nasdaq nicht mehr als plus 1% oder minus 1% war. Das hatten wir zuletzt im Jahr 2003. Also wir sehen, da ist jetzt die Ausschlagsintensität, die hat sich vergrößert. Da passiert mehr und das jetzt vor dem Hintergrund, dass wir sehen, dass Gelder aus den US-Aktienmärkten abgezogen wurden und zwar sehr, sehr kräftig seit August oder im August. Wir hatten im Juli schon starke Abflüsse, vor allem aus Aktienfonds, weniger aus ETFs, aber auch da geht kein neues Geld rein. Das heißt, wir sehen, dass eigentlich schon seit einiger Zeit hier deutliche Abflüsse in der Summe zu verzeichnen sind aus den Aktienmärkten. Und ich hatte auch diese Grafik gezeigt, indem ich in den letzten Tagen, Wochen immer gesagt hatte, wir haben jetzt einen sehr technisch getriebenen Markt und wir hatten hier den Chart des S&P 500. Dieser Chart ist schon ein bisschen älter, aber er zeigt diese Bandbreite 3425,30 oben. Da sind wir gestern wieder hingelaufen, das heißt hier fehlt sozusagen diese Linie, die nochmal an diesen obere rote Begrenzung ranläuft und jetzt sind wir schon wieder in der Nähe der unteren Begrenzung, das heißt wir haben einmal gestern kurz sogar einen Fake-Ausbruch nach oben gesehen, sind also kurz über diesen Widerstand, wir hatten zuvor einen Fake-Ausbruch nach unten gesehen, um dann wieder nach oben zu laufen, das ist also die Range, wenn jetzt der Ausbruch nachhaltig ist aus dieser Zone, also nicht sofort wieder gekontert wird, zum Beispiel auf der Unterseite, dann könnte es für die Bullen nochmal ungemütlich werden, die ja generell so ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt wurden. Auch die Goldbullen, by the way, da sprach man irgendwie von aufsteigendem Dreieck etc. etc. charttechnische Formation, aber es ist dann anders gekommen, eben weil es jetzt so ist, dass die Perspektive, dass sozusagen noch mehr QE betrieben wird, die so latent in den Köpfen vorhanden war, jetzt erstmal weg ist, sodass der Dollar eben ein bisschen aufgewertet hat. Hier sehen wir nochmal, wie schnell diese Erholung ja gelaufen ist bei den Aktienmärkten zwischen jetzt dem März und dem August. Das ist die schnellste Erholung nach einem Bärenmarkt, die wir jemals gesehen hatten. Hier sind die verschiedenen Jahre mal abgebildet. Und wir haben eine erstaunliche Situation, auf die ich noch hinweisen wollte. Wir haben in den USA jetzt die Situation, dass die Leute offenkundig ihre Häuser beliehen haben. Man kann ja sozusagen sein Haus als Kreditkarte nutzen in den USA.
Kann praktisch hier, ja, das ist ja praktisch wie eine Sicherheit, ein solches Haus. Jetzt haben die Amerikaner 2020 129 Milliarden Dollar hier abgezogen, haben also praktisch Kredit auf ihr eigenes Haus aufgenommen, haben gleichzeitig 254 Milliarden Dollar investiert in den Kauf von Call-Optionen. Jetzt stellt sich die Frage, haben die teilweise ihr Haus beliehen, um Calls kaufen zu können? Wir sehen jedenfalls da eine massive Spekulation und jetzt vor dem Verfall kann es sein, dass da der eine oder andere der Privatinvestoren, der bisher so erfolgreich war, der gesagt hat, ich verdiene viel mehr Geld als in meinem Job, dass der jetzt plötzlich unter Druck kommt, wenn nämlich die Preise fallen sollten. Heute wichtig dann zum Beispiel die Lage um Oracle. Hier gibt es jetzt offenkundig immer stärkere Bedenken, dass dieser Deal ausreicht zwischen TikTok und Oracle, weil das ja praktisch eine Kooperation ist. Das reicht nicht, das reicht einigen Beratern von Trump nicht, wie Navarro, wie Pompeo, dem Außenminister. Trump scheint jetzt auch dazu zu neigen, ja, reicht nicht. Jetzt fällt möglicherweise heute die Entscheidung. Er kriegt heute ein Briefing, der liebe Donald. Und hier nochmal abschließend kommend nach Deutschland, wo wir anders als in den USA, wo die Einkünfte immer weiter auseinander driften, hier sehen, dass in Deutschland die unteren 10% die höchsten Lohnsteigerungen haben oder Einkommenssteigerungen von 16,4%, die mittleren Einkommen 10,5% und die oberen 10% 9,4% Steigerung. Klar, 9,4% auf ein sehr hohes Einkommen ist natürlich auch mehr wahrscheinlich quantitativ als 16,4% auf ein sehr geringes Einkommen. Aber man sieht, dass diese Schere zumindest in Deutschland nicht weiter auseinander geht. Anders ist es in den USA, wo es die wenigen sind, die eben von der Fed-Politik profitieren, weil sie Eigentümer von Häusern sind, weil sie Aktienbesitzer sind. So ist es sozusagen das, was Paul gestern auch wieder mal verkündet hat. Letztendlich ja alles Kokolores, denn die Vermögensunterschiede in den USA, die werden durch die Fed-Politik immer größer. Hier zumindest in Deutschland ist diese Tendenz ein bisschen abgeschwächt, auch vorhanden durch die Politik der EZB, aber ein bisschen abgeschwächt. Wenigstens eine gute Nachricht. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Heute die US-Erstanträge, aber es wird jetzt tricky für die Märkte. Das wird keine einfache Geschichte. Wenn wir jetzt nach unten durchbrechen sollten, dann werden viele auf dem falschen Fuß erwischt. We will see. Ich wünsche das Allerbeste und sage Servus und ciao.